Angriffskrieges auf eine Zivilbevölkerung, der so noch niemals in der Geschichte stattgefunden hat. Die Stadt Lübeck war ein vollkommen unmilitärisches Ziel. Es war ein reines Kriegsverbrechen, was hier in dieser Stadt stattgefunden hat. Und nach diesem Muster wurden dann bis zum Kriegsende 1945 eine deutsche Stadt nach der anderen mit immer größeren Bomberverbänden systematisch in Schutt und Asche gelegt. Heute wird von den Geschichtsvertretern immer wieder behauptet, dass das Deutsche Reich diesen Luftkrieg begonnen hätte. Doch die Angriffe Deutschlands gegen Umland, das Deutschland den Krieg erklärt hatte, richteten sich ausschließlich zuerst gegen den Schiffsverkehr und ab August 1940 dann gegen militärische Ziele. Deutsche Luftangriffe gegen englische Landziele, und zwar ausschließlich wirtschaftlicher und militärischer Art, begannen erst etliche Monate nach Beginn der britischen Bomberoffensive gegen die deutsche Zivilbevölkerung.